Wir haben natürlich besprochen, dass wir die Ruhe bewahren müssen, dass wir bisher eine sehr gute Rückrunde gespielt haben und dass wir ja jetzt aufgrund der beiden Spiele nicht alles in Frage stellen dürfen. Wir haben jetzt noch zwei Endspiele. Da wollen wir möglichst viele Punkte rausholen und ich glaube, dass die Mannschaft dazu auch in der Lage ist. Und ja, Kevin hat in der Besprechung auch gesagt, dass wir nicht den Kopf verlieren dürfen, dass wir weiter bei unseren Stärken bleiben sollen. Und ich glaube, dass wir generell da einfach unsere Spiele gewinnen müssen und dann wird das auch kein Problem sein. Natürlich wissen wir, dass Wolfsburg und Leverkusen auch in der Lage sind, die letzten beiden Spiele zu gewinnen, keine Frage. Aber nach wie vor haben wir die bessere Ausgangsposition. Ich denke, die anderen beiden Mannschaften wünschen sich, dass sie 3 Punkte Polster hätten. Ja, es ist natürlich unangenehm, die im Nacken zu haben, aber trotzdem sind wir nach wie vor in einer komfortablen Situation, dass wir alles selbst entscheiden können. Unser Ziel war ganz klar, den 3. Platz zu festigen, dass wir die Champions League Quali perfekt machen, dass der Verein ja mit den Geldern vor allen Dingen auch planen kann. Und an dem Ziel halten wir natürlich fest, gibt ja keinen Grund, warum nicht. Aber Dortmund ist diese Saison verdient Zweiter geworden. Aber das ist auch gar nicht unser Thema, sondern wir wollen den 3. Platz unbedingt und mit aller Macht haben. Ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass wir es schaffen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der Ball schon rausgeschlagen wird. Leider ist er dann nochmal zurückgekommen. Ich war schon in der Vorwärtsbewegung, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen zu früh abgeschaltet, das stimmt schon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wegen mir das Spiel verloren haben. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass ich für das Trainingslager auf jeden Fall nominiert werde. Aber das ist jetzt im Moment noch weiter weg. Klar ist die WM immer im Hinterkopf, aber in erster Linie müssen wir zusehen, dass wir ja, für den Verein da sind, dass wir da unsere bestmögliche Leistung geben und die Champions League Quali klar machen. Dann ist natürlich keine Frage, dass auch jeder auf den WM-Zug aufspringen will.